Ich gebe es dir ganz offen zu. Es gibt Themen, auf die freut man sich vorab so richtig, wenn man die anmoderieren darf. Und da ist man mit voller Leidenschaft dabei und freut sich stundenlang auf dieses einzelne Thema. Es gibt aber auch Themen, die würde man am liebsten so unter den Teppich kehren. Ich mach's nicht, Sabrina. Wir wollen drüber reden, oder? Ich finde, wir sollten das ein bisschen ausschmücken. Ihr werdet es schon gemerkt haben. Wir sprechen um das Tippspiel, die 7. Runde. Alle haben die Tipps abgegeben. Ihr wart wieder richtig eifrig mit dabei. Die einen mit größerem Erfolg, die anderen mit etwas weniger großem Erfolg. Wir gucken zuerst, Sabrina, ich hoffe, du hast nichts dagegen, auf meine Tipps, solange die du nicht zu sehr kommentierst. Ich halte einfach meinen Mund und genieße. Ich danke dir. Also, Mainz-Aachen, für mich war das ein klarer Sieg für Mainz, 2:1. Und die Alemannia schafft es tatsächlich, hat den ersten großen Auswärtssieg gelandet. Und das natürlich genau dann, wenn ich tippe. Zweites Spiel, Hamburg-Schalke, brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Ich finde schon eigentlich, ne? Hamburger SV, war es nicht dein Lieblingsverein? Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt, ne? Ich finde, das passt auch. 2:0 habe ich drauf getippt. Das war die Riesenchance für den HSV, unten wieder rauszukommen. Sie haben es nicht geschafft. Schalke gewinnt auswärts mit 2:1. Gladbach wiederum habe ich wenigstens 2 Pünktchen geholt. Darf ich wow sagen oder ist das auch schon zu viel? Das ist okay. Bochum-Bremen, 4:1. Da bin ich ja richtig hochgegangen eigentlich mit meinem Ergebnis. Ja. Hat nicht ausgereicht, 6:0. Das allerdings hast selbst du nicht richtig getippt. Nee, aber wer hätte das bitte schon erwartet? Also das ist unfassbar. Wirklich jemand. Darf ich diesen wunderbaren Werder-Meisterball in die Kamera halten? Nein. Ich tue es dann auch trotzdem. Gut, gehen wir noch schnell die anderen durch. Dann habe ich es auch fast hinter mir. Nürnberg, Bielefeld, ich habe auf Nürnberg getippt. Die waren richtig gut bisher in der Saison. Bielefeld holt einen Punkt. Cottbus, Dortmund. Und da hatten wir uns noch drüber unterhalten. Da hatte ich gesagt, da fällt gar kein Tor. 0:0, was passiert? Direkt 5 Dinger. Und dementsprechend lag ich auch falsch. Und Stuttgart-Leverkusen hatte ich natürlich aus NRW-Sicht ein bisschen ein 1:1 getippt. Ein bisschen vorsichtig, ne? Auch das ist bestraft worden. 3:0 für Stuttgart. Sabrina, ich mache jetzt eine Riesenfreude. Da kannst du eine kleine Laola-Welle machen. Und wir gehen vom letzten Platz unseres Tippspiels ganz hoch auf die beiden geteilten ersten Plätze. Und wen sehen wir da? Martini und Sabrina. Das ist unfassbar, oder? Unglaublich, wirklich unglaublich. Denn wenn man sich die Ergebnisse ansieht, die du richtig getippt hast hier, ja? Mainz-Aachen 1:3, hast du komplett richtig getippt. Was soll ich denn dazu sagen? Ich wusste eigentlich das nicht. Nee, das Ergebnis steht für sich, würde ich fast sagen. Ja, genau. Das gleiche übrigens auch, ein Sensationsergebnis. Cottbus gegen Dortmund. Ich hatte es euch gerade schon mal gesagt, da fällt kein Tor. Die stehen beide gut in der Abwehr, da passiert nichts. Da geht das Ding wirklich 3:2 aus für Dortmund. Und dann tippst du auch noch richtig. Das war für mich klar, ganz definitiv. Ich weiß gar nicht, warum du das in Frage stellst. Kann man bei diesen Tipps auch von weiblicher Intuition sprechen? Absolut, absolut. Und natürlich Wissen. Natürlich, Wissen beides. Können. Und wenn sich das zusammen paart, dann kommt das raus, was Sabrina geschafft hat. Dennoch, könntest du das bitte weiter vortragen? Ja, noch ganz kurz vielleicht. Martini schafft es dann dennoch, die DVD zu gewinnen. Sabrina, ich denke, die gibst du ab, oder? Ja, stehst du drauf, nochmal ein Steffen zu geben? Nein, gerne. Schöne DVD, historische Fußballerlebnisse. Gib mich die Kirsche, bitteschön. Du hast es verdient. Geht an Martini, der wird doch mal extra von uns angesprochen. Aber bevor wir jetzt rausgehen aus diesem Take und ich wirklich mein Gesicht komplett verloren habe, gehen wir nochmal auf den Gesamtstand, ganz kurz. Ach schade, ich fand die Statistik total schön. Müssen wir noch kurz eingehen, denn da sieht man zumindest, habe ich noch den 2. Platz inne mit 58 Gesamtpunkten. Lars hat mich allerdings wieder überholt. Führt Lars 033 mit 59 Punkten. Und du, Sabrina, man muss ja ehrlicherheit halber sagen, dass du nicht von Anfang an mitgespielt Richtig. Hast und bist jetzt schon geklettert auf Position Nummer 8. Sensationell. Ich glaube, ich werde bald auf Position mindestens Nummer 3 schießen, Peter. Und dann werde ich dich auch noch einholen. Vielleicht machen wir da noch eine Extra-Wette. Gerne. Ja? Das war's von unserem Tippspiel. Ich hab's geschafft, ich hab's überstanden. War's so schlimm? Warst das war ganz furchtbar. Du hast es gut gemacht. Das ist gut gemacht. Vielen Dank, Sabrina, und herzlichen Glückwunsch, muss ich ja nochmal sagen. Ja, danke schön. Für deine hervorragenden Tipps. Ja. Du bist ein total guter Verlierer. Bild, dass ich auch verlieren kann. Ja. Bei Carsten sah es ja etwas anders aus beim Tennisduell. Vielen Dank schon mal bis dahin.